herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns auf dem Kanal. Heute geht es um einen neuen Talk, möchte ich heute mit euch hier machen. Und zwar bin ich, wie ihr vielleicht oder der ein oder andere vielleicht unschwer erkennen kann, in RCT 3, Rollercoaster Tycoon 3. Ich habe es mir nochmal zu Herzen genommen. Ich habe das Spiel ja jahrelang gespielt. Und in diesem Rollercoaster Tycoon 3, was ja auch von Frontier ist, gibt es halt auch das DLC Soak It. Das heißt, hier können wir auch schon Rutschen bauen. Und hier möchte ich euch mal kurz zeigen, was die schon bei RCT 3 hatten, wie man einen Pool baut, was es für verschiedene Pools gibt und was wir vielleicht in Planko 2 auch zu finden bekommen. Ich bin sehr gespannt und nochmal nebenbei, ich habe eine neue Lampe jetzt, für die von vorne leuchtet, und ich habe ein neues Mikro. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dieses Bild jetzt hier, was ihr jetzt seht, besser geworden ist und auch die Tonaufnahme viel besser jetzt klingt. Ich bin sehr gespannt, also das, was ich bisher getestet habe, war sehr positiv. Also das hier ist jetzt auch tatsächlich die erste Aufnahme mit diesem neuen Mikrofon, und wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, was das für ein Mikrofon ist oder sonstiges, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Genauso wie wenn du neu auf diesem Kanal bist, kannst du uns gerne abonnieren. Das kostet dich kein Penny, ist komplett kostenlos und uns hilfst du damit weiter. Und natürlich könnt ihr auch bei uns in den Discord reinkommen. Dort sind wir auch immer präsent und haben auch schon eine große Community, wo auch Parkbewerbungen ihr hochladen könnt. Also wenn du auch ein Planko 1 Teil hast oder Planko 2 demnächst, dann kannst du den gerne bei uns als Parkbewerbung einsenden und dann wirst du den auch hier auf unserem Kanal finden. Zu meiner Wenigkeit, ich bin Bluefire aka Dennis. In den letzten Videos habe ich manchmal vergessen, aber um euch zu sagen, falls du neu bist, ich bin der Dennis und ich nehme euch jetzt hier mit in der Reise. Ich habe eine kleine Liste aufgebaut und diese Liste möchte ich mit euch dann mal durchgehen und wir schauen mal rein. Ich habe schon ein bisschen was vorab weg gebaut, allerdings muss ich mich ein bisschen mit dieser Steuerung zurechtfinden, weil die ist ja doch ein bisschen komplex gewesen. Und wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen rauszoome, könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen, ja, das ist jetzt hier so ein bisschen abgehackt, weil es ist damals die Grafik und irgendwie rechnet der das nicht so gut, obwohl ich hier hohe Qualität habe. Also auf den ersten Blick, was sehen wir? Wir hatten in Soak It, hatten wir jetzt zum Beispiel eine Raftingbahn im Endeffekt, also wo man so mit Schlauchbooten rumfährt. Dann haben wir hier hinten noch Zylinder, wo man hier so runterrutschen kann und dann durch den Zylinder in dieses Becken. Dann hatten wir, was ich auch ganz cool finde, so ein aufblasbares Boot, wo die Leute dann hier hochgehen und dann sehen wir jetzt schon hier runterrutschen, aber die backen da so ein bisschen durch. Das ist ein bisschen lustig. Dann haben wir hier eine Rutsche, wo dann die Leute selbst rutschen können. Und dann haben wir hier tatsächlich eine Rutsche, das war mir so gar nicht bekannt. Der Rick hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch hier so eine Schlauchbootbahn gibt, wo man hier hochgeschossen werden kann. Ja, also wenn jetzt hier das Boot kommt, zack, wirst du hier hochgeschleudert und dann fährt man hier die Bahn nochmal lang. Sehr, sehr cool. Also wenn es diese Rutsche auch in Planko 2 gibt, mein lieber Mann, nicht schlecht. Das jetzt mal so ein kleiner Überblick, was es so gibt. Ach nee, Quatsch, ich habe noch das hier vergessen. Oh, ich sag ja, die Kameraeinstellung, tut mir jetzt schon leid. Dann haben wir hier, das haben wir auf jeden Fall schon bestätigt bekommen, dass wir sowas auch bekommen, so ein Wasserstrom. Den haben wir ja auch schon bestätigt bekommen, dass wir sowas bekommen. Und ich würde sagen, welche Unterschiede gibt es bei RCT 3 und Planko 2? Auf den ersten Blick würde ich sagen, gar keine. Eher würde ich sagen, bei Planko 2 ist das nochmal deutlich verbessert worden. Ja? Zumindest mal das, was wir auf dem Trailer gesehen haben. Das heißt, allein schon der Wegebau. Wir können es hier schon
unschwer erkennen. Der Wegebau ist hier tatsächlich sehr, sehr erschwert gemacht, ja. Wir kommen später noch dazu, dass wir dann einen Pool bauen und dann kann ich euch das nochmal ein bisschen zeigen. Ja, zum nächsten ist, bei Planko 2 war es ja so, dass es keinen Eingang mehr zu einem Schwimmbad gibt. Schön wäre es, wenn es die Option geben könnte, weil dann könnte man einen Freizeitpark und einen, ja, so ein Wasserpark, sage ich jetzt mal, voneinander trennen. Das wäre halt ganz cool. Das hatten die hier bei RCT3 tatsächlich gemacht. Also hier ist dann der Eingang, ja, und dann ziehen die sich um und dann kommen die da quasi umgezogen wieder raus, ne? Also die gehen rein, von der Seite rein. Und dann kommen die hier in Badeklamotten wieder raus, ja. Wie man hier auch unschwer erkennen kann, es hat jeder wirklich so andere Sachen an, ne? Gelb, mal enge Hose, mal ein bisschen ein Bikini, mal ein Badeanzug. Also ist tatsächlich auch sehr viel Vielfalt hier drinne. Und was es natürlich auch gibt, sind diese Liegen. Ja, dann gibt es die Liegen einmal mit Schirm, einmal ohne Schirme. Und was ich auch cool finde, sind hier diese kleinen Whirlpools. Bin ich mal gespannt, ob es die auch schon im zweiten Teil direkt geben wird. Allerdings weiß man das noch gar nicht so recht, ne? Anhand des Trailers konnte man nur sehen, dass es tatsächlich diese Bänke gibt und so ein paar Rutschen, wie diese Zylinderrutsche haben wir gesehen und eine ganz normale Rutsche wie jetzt hier. Und in diesem Trailer gab es ja diese quasi Abschussrutsche, wo man sich reinstellt, ja, und dann die Luke aufgeht unten und man fällt durch und schießt dann runter, ja. Also das konnte man sehen. Dann konnte man auch Springtürme sehen, ja, die haben wir natürlich hier auch, ja, die einzelnen und die werden auch benutzt. Hier kann man die in verschiedenen Höhen bauen und ja, das erstmal dazu. Dann hatten wir ja ganz am Anfang nochmal, oder habe ich ja ganz am Anfang nochmal angesprochen, es gibt verschiedene Rutschentypen. Also wir haben hier in der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Wasserattraktionen. Ich hoffe sehr, dass es bei Planko 2 mal mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Drei- oder Vierfache gibt an Wasserrutschen, weil die Vielfalt an Wasserrutschen ist enorm, die es heutzutage gibt. Deswegen hoffe ich sehr, dass es da noch mehr Vielfalt gibt. Und weil das war, ich meine, für das Spiel damals, ich meine, das war, glaube ich, 2002, das Spiel hier, das war ja schon das Nonplusultra, das hat ja alles aus dem Rahmen gerissen hier, dieses Spiel. Und 2016 kam dann halt endlich der erste Teil, Planet Coaster. Mal ein komplett neues, inszeniertes Freizeitparkerlebnis. Und das hier war ja schon eigentlich das Spiel der Spiele, ne? Man hätte nie gedacht, dass es irgendwann nochmal weitergeht. Aber es ist dennoch passiert, genauso wie jetzt mit Planko 2, was uns ja alle sehr freut, inklusive halt jetzt quasi das Soaket, Planko 2 Soaket. Genau. Die Eingänge habe ich schon erzählt, dass die hier sich umkleiden, dass es 5 bis 6 verschiedene Rutschen gibt. Dann habe ich noch, achso, hier gab es jetzt keine Möglichkeit, aber das haben wir ja auch schon im Trailer gesehen, genauso wie im Gameplay, was ihr auch bei uns übrigens im Kanal findet. Ich kann ja, ich glaube da oder da, ich bin mir gerade unsicher, da oder da, auf jeden Fall könnt ihr da draufklicken und dann werdet ihr direkt zu unserer Reaction geführt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da ist nochmal das Gameplay auch zu finden. Und dort haben wir gesehen, dass es zum Beispiel möglich ist, auch Essensstände direkt zu platzieren. Das haben die jetzt hier, oder die Möglichkeit hier gibt es jetzt nicht. Das heißt, die Badegäste müssten hier wieder raus, um dann hier zu ihren Toiletten oder Essen oder Getränke holen, müssten die dann halt wieder aus dem Becken raus. Genauso wie dann halt aus diesem Freizeitpark. Also, oder wenn sie jetzt eine Achterbahn fahren wollen, müssen die auch da wieder raus. Dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten an Becken. Beckengröße ist komplett irrelevant. Also man kann hier so groß bauen, wie man will. Ich vermute, bei Planko 2 wird es genauso sein. Dann haben wir auch bei Planko 2 auf jeden Fall die Wellenanlage. Also hier kann man so Wellen produzieren.
Ich hoffe, das kommt jetzt gleich mal. Dann kann man das so ein bisschen sehen. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Jetzt fängt es natürlich nicht an. Aber was ich cool finde, ist, wenn ich jetzt mit der Maus hier einen Kreis mache und loslasse, whee, dann kann ich einen Strudel erzeugen. Ah, jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Wellengang. Ja. Das wird wahrscheinlich in Planet Coaster 2 viel schöner aussehen. Und was wir auch direkt sehen hier ist, dass es hier auch schon Bademeister gibt. Ja. Allerdings haben die, glaube ich, keine Funktion. Ich bin mir aber nicht sicher. Und was haben wir noch? So, genau. Also, dann war es das eigentlich schon so an Features. Wir haben hier das, den Whirlpool, die Liegen, die, den, Wellengang, die Eingänge haben wir, die Becken, die Sprungtürme, genau, die verschiedenen Arten von Wasserrutschen. Und ja, ich habe noch eine Achterbahn gebaut. Falls der ein oder andere noch nicht so ganz weiß, wie es damals war bei Rollercoaster Tycoon 3, ich habe einfach random einfach mal eine gebaut mit so ein paar Loopings und so weiter und so fort. Das ist ein Flawless Coaster. Und da fahren wir auf jeden Fall am Ende nochmal mit, um euch einfach mal zu zeigen, wie es damals war, 2002, zu meiner Zeit, wie ich dieses Spiel gesuchtet habe. Und es war tatsächlich nochmal ein bisschen ungewohnt, hier die Achterbahn zu bauen, weil die Mechanik alles ein bisschen anders war. Aber kommen wir gleich auch noch zu, wenn ich nämlich gleich eine kleine Rutsche baue, um euch so einfach zu zeigen, wie es damals war. Und ich denke mal, wenn man jetzt mit Blanco 2 eine Rutsche baut, eine Wasserrutsche, dann wird es, denke ich mal, genauso ablaufen wie auch mit der Achterbahn. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil hier ist genau dasselbe. Die Achterbahn lässt sich genauso bauen wie eine Wasserrutsche. Fakt ist, wenn ich eine Wasserrutsche baue, muss ich hier diese Türme bauen. Ja, ich kann hochbauen. Die Wasserrutsche, da gibt es aber ein Maximum. Die kann ich nicht so hochbauen, wie ich möchte. Ich würde aber sagen, wir demonstrieren das direkt anhand eines Beispiels. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und ich sage, ich möchte jetzt einfach eine Wasserrutsche bauen. So, dann kann ich hier sagen, in die Richtung. Dann kann ich hier hoch. Also sieht man schon, ne, das ist Maximum, höher geht es nicht. Aber ich kann ja mal einfach die höchste Stufe machen, wie ich will. Und jetzt kann ich anfangen zu bauen. Also hier unten links kann man direkt sehen, okay, jetzt bin ich im Moment im Stationsmenü. Ich könnte noch eine Station bauen. Und jetzt, das wird nicht funktionieren, sehe ich gerade, weil ich habe die andere Rutsche im Weg. Also, nochmal. Wir drehen das Ganze. Ich werde die Rutsche jetzt hier hinbauen. Und machen wir einfach so, muss ja nicht so ganz hoch sein. Und hier war es immer so, wenn ich was bauen will, muss ich hier auf dieses Bild klicken oder ich klicke hier drauf auf dieses Stationsmenü. Aber wir wollen jetzt mal gerade kommen. Jetzt muss ich mit der Kamera noch irgendwie so ein bisschen. So, also wir haben hier die Pfeilrichtung, in welche Richtung es geht. Dann kann ich jetzt sagen, okay, machen wir eine gerade und dann können wir hier mal einmal so runter und dann von mir aus steil. Und ich kann hier auch einen Tunnel bauen. Was ja auch bei Blanco 2 möglich ist, sogar, ich kann hier halt nicht einstellen, wie lang das sein soll, ne, das geht nicht. Aber ich denke mal, bei Blanco wird es gehen, dass man bis auf einen Meter bauen kann und dann kann man die halt auch einfärben. Könnte ich jetzt hier theoretisch, glaube ich, auch, aber ich bin mir nicht sicher. Müsste ich jetzt testen, habe ich gar nicht, doch, von innen wird es jetzt rosa, das ist von außen, wenn ich jetzt baue, doch. Ich kann hier auch schon einfärben, tatsächlich. Ich kann die Rutsche tatsächlich auch. Ich hab tatsächlich Socket nie gespielt, damals. Nie. Deswegen, ja. Kann ich so jetzt nichts sagen. Ich kann die Rutschen auch so ein bisschen senkrecht machen. Und dann sage ich einfach so. Und gerade. Und von mir aus den Tunnel mal weg. Und dann sagen wir Rutschende. Und dann fallen die aus dieser Höhe in diesen Pool rein. Ja? Jetzt haben wir hier die Rutsche gebaut. Alles schön und gut. Jetzt fehlt uns aber nur noch der Eingang quasi, weil diese Türme hier sind der Eingang für diese Rutsche. Das heißt, ich muss hier auf dieses Pool-Tool gehen. Und
muss dann die passende Höhe finden. Das ist die hier. Und dann kann ich das hier sogar tatsächlich einfach ziehen. Und dann habe ich hier meinen Weg gebaut. Das finde ich halt ganz cool, dass man hier so ziehen kann. Und fertig ist die Sache, ne? Und zwar machen wir hier erstmal weiter. Und zwar haben wir hier mehrere Optionen. Und dort kann ich dann auf Weg gehen. Und hier habe ich dann quasi allerlei Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich habe jetzt hier unten das Podest und kann dann sagen, okay, ich muss hier rüber. Nee, ich muss doch nicht darüber. Wo muss ich hin? Ist halt ein bisschen... Ah, ja, genau. So, und dann hört ihr dieses Geräusch? Wenn ihr dieses Geräusch hört, dann seid ihr genau an der richtigen Stelle. So, und jetzt kann ich quasi schon sagen, Sesam, öffne dich. Und wir können sogar mitrutschen. Und dann fliegen wir in den Pool. Ist das nicht cool? Ich finde das cool. Also das können wir tatsächlich mit allen Rutschen machen. Machen wir aber nachher noch ein bisschen. Dass wir das fahren. Und auf jeden Fall, so wird halt einfach eine Rutsche gebaut, ne? Ich denke mal, so wird es im zweiten Teil genauso sein bei Blanco 2. Nur mal so als kleiner Einstieg dafür, auch wenn das jetzt nicht Blanco 2 ist, aber ich vermute, dass es einfach, weil es von Frontier selber auch ist, dass die einfach von 1 zu 1 das hier mitgenommen haben und einfach nur aufgehübscht, so wie Blanco 1. Es ist im Endeffekt nichts anderes. Und ja, und hier haben wir dann halt auch noch ein paar Optionen, die wir einbauen können. Und zwar haben wir die Möglichkeit, in diesem Weg auch nochmal einen Pool zu bauen. Die gibt es verschiedene Varianten. Ich kann einen runden Pool bauen. Ich kann in diesen runden Pool einen eckigen bauen. Oder ich kann tatsächlich einen runden Pool bauen, ja. So, dass der rund ist. Jetzt könnte ich den hier so lassen. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich habe hier verschiedene Optionen, die ich machen kann. Ich kann hier so ein Geländer bauen, dass sie hier vernünftig raussteigen. Die können auch so aus dem Pool raus, das heißt, ich muss keine Geländer bauen. Ich kann aber sagen, ich möchte trotzdem gern einen Bademeister. Das ist nur ein bisschen doof mit dem Drehen. Das kann man nicht automatisch machen. Dann habe ich hier eine Dusche. Dann habe ich hier Lampen. Dann habe ich hier die Bänke mit Sonnenschirm. Ich habe hier die Bänke ohne Sonnenschirm. Ich habe hier Lampen, die ich hier einbauen kann in den Pool. Ja, also die kann ich hier tatsächlich nur an die Seite bauen. Eieiei. So, dann habe ich die Möglichkeit, hier einen Sprungturm zu bauen. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste gedrückt halte, kann ich halt hochbauen, ja. Ich kann... Ah, höher geht nicht. Oder geht das noch höher? Doch, ich wollte gerade sagen, das geht auch noch höher. Also in die Höhe kann ich... Ist ein bisschen unrealistisch, aber ja, kann ich bauen. Und ich kann auch einen kleinen bauen, den machen wir mal dahin. Und ich kann dann hier auch noch sagen, okay, ich möchte jetzt hier einfach so ein paar Whirlpools bauen und dazwischen noch so ein paar Bänke hinmachen. Und dann mache ich es für die Leute halt schön. Ah, hier funktioniert die Escape-Taste nicht. Hier muss man immer auf das Schließen-Button drücken. Ja, und schon haben wir hier so einen kleinen Bereich gemacht mit einem Aufgang zur Rutsche. Aber ja klar, die ist jetzt eigentlich zu hoch, ne? Ich meine, was heißt zu hoch? Sieht eigentlich schon ein bisschen realistisch aus. Außer hier das. Das steht jetzt hier in der Luft. Aber ist ja, dient ja hier nur als Beispiel, wie es aussehen könnte in Blanco 2. So, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Genau, Wege bei Pools haben wir schon besprochen. Und wie baue ich Rutschen, habe ich gerade eben gezeigt. Und welche Möglichkeiten beim Pool bauen, habe ich auch gerade eben gezeigt. Umkleiden haben wir. Ja, Essensstände, dass man die nicht bauen kann, ist auch klar. Dann haben wir, welche Attraktionen sind wir auch alle durchgegangen und eigentlich habe ich schon meine Themen soweit durch, also viel mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Ich kann euch trotzdem nochmal kurz den Weg zeigen. Also ich muss diesen Weg hier bauen und dann ist das hier genauso aufgebaut mit diesen
feilen und ich kann dann auch drehen und so weiter und so fort. Und nur diese Wege sind tatsächlich hier für diesen Pool gedacht. Alles andere muss ich mit einem Eingang verbinden und die dann und damit die dann halt hier reinkommen in den Pool, ja. Und ich würde sagen, wir fahren mal ein paar Rutschen. Zum Beispiel hier die. Und hier gibt es auch so ein paar Kameraeinstellungen tatsächlich. Ich mache die mal auf. Ach, ich sehe gerade, da geht jetzt keiner mehr drauf, weil ich den Weg ja weg habe. Ah, das machen wir aber schnell. Ah, nee, komm, machen wir nicht. Ich habe hier keinen Aufgang mehr, deswegen kann damit jetzt keiner mehr fahren. Aber wir nehmen mal die Perspektive und ich kann ja auch die Kamera wechseln. Es gab damals tatsächlich auch schon drei verschiedene Kamera-Perspektiven. Und man hat es vielleicht jetzt gesehen, dass man sich hier so ein bisschen drehen kann. Oder man dreht sich hier tatsächlich in diesem Zylinder. Ganz wild und verrückt. Oh, die Kamera. Ah, jetzt gleich kommt die nächste. Da. Also, und dann schleudert man so tatsächlich durch. Bei dem Trailer, den wir jetzt gesehen haben, sah es sehr statisch aus, dass sie wirklich dann in dieses Loch reinploppen. Ich wünsche mir das so ein bisschen ähnlich wie hier, dass das tatsächlich so realistisch so ein bisschen aussieht, ja. Das sieht auch nicht perfekt aus, aber immer noch besser beim Trailer, was ich bisher gesehen habe. Aber jetzt können wir mal auch die hier rutschen. Na, warum willst du nicht? Dann fahren wir ein bisschen mit dem kleinen Mädchen. Also wir haben hier drei Möglichkeiten zu gucken. Und eine Person. Ah ne, hier geht's gar nicht. Okay. Jo, da rutschen wir runter und dann springen wir mit dem kleinen Mädchen in diesen Pool rein. Dann haben wir hier diese Schlauchbootfahrt. Nehmen wir doch auch direkt mit. So. Warten wir, bis hier losgeht. Und das ist jetzt hier tatsächlich eine Rutsche. Ach, die haben wir noch gar nicht, von der haben wir noch gar nicht gesprochen. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, hochgeschossen zu werden. Und das ist richtig cool. Hier habe ich ein bisschen übertrieben. Ich fahre mit 80 km/h hoch. Aber das ist ein richtig cooles Ding. Ja. Also hier kann man echt mit Vollspeed durchfahren. Und hier werde ich dann hochgeschossen mit dem Schlauchboot. Hier fällt man einmal rum. Und dann tschung, wird man hier reingeschossen. Doch, ich habe das am Anfang, glaube ich, erzählt. Gott, habe ich das schon vergessen. Naja, egal. Dann habe ich es halt nochmal erzählt. Ich weiß aber nicht, ob man das hier auch... Kann man hier auch mitfahren? Nee, hier ging es nicht. Genau. Das ging nicht. Oh, hiermit fahre ich jetzt ungern, weil... Als ich die gebaut habe, bin ich hier mitgefahren und die ist echt langsam unterwegs. Dann haben wir hier die Stromschnellen. Kann man hier mitfahren? Ne, hier kann man nicht mitfahren. Auf jeden Fall kann man hier von dünnen auf große Dicke rausgehen, ja. Also so wie eine Rafting, wie die Raftingbahn im Endeffekt. Man hat so die kleine Wasserstrecke und dann kann man die verbreitern. Die Möglichkeit haben wir hier dann auch. Genau. Und dann schwimmen die einfach hier im Kreis und dann steigen die aus und dann gehen die hier wieder raus. Ja. Und das war's eigentlich schon bei RCT3 Socket. Also hier gibt es auch jede Menge Möglichkeiten, die man hier machen kann. Rutschen bauen, man kann so seine Kreativität auch freien Lauf lassen. Also hier ist man auch tatsächlich frei im Bauen, außer jetzt, dass ich nicht durch die Gebäude durchbauen kann. Das geht hier nicht. Das ging ja alles erst bei Planko. Ne? Da ging das erst los. Und im Endeffekt hat man dann hier auch so die ein oder andere kleinen Fahrgeschäfte, wie den Octopus oder hier so eine Drehscheibe. Eingänge gibt es hier auch. Also es ist tatsächlich, falls ihr das Spiel jetzt nicht kennt, RCT 3, also Rollercoaster Tycoon 3, und ihr mal Bock habt, das doch mal zu spielen, dann ist dies hier eine kleine Einführung. Aber ja, bevor Planko 1 kam, haben wir das gespielt. Und jetzt
Jetzt kommen wir endlich dahin, ja, wo wir am Anfang waren und ich gesagt habe, wir fahren am Ende noch die Achterbahn mit. Und das tun wir jetzt. Hier gibt es dann auch verschiedene Perspektiven. Und ich fahre immer gern diese. Und jetzt könnt ihr gleich mal eure Meinung da lassen, ob ihr einen Unterschied findet. Gleich geht's los. Nochmal, ich habe die einfach random gebaut, ne? Und zwar jetzt hier 0815. Also die ganzen Schrauben und Korkenzieher und Loopings, das sind alles voreingestellte Sachen. Also hier gab es nicht die Möglichkeit, selber irgendwelche Rollen oder Loopings zu bauen. Das wurde tatsächlich alles vorgegeben. Aber ich muss sagen, dass diese Übergänge in diesen Kurven rein schon sehr smooth waren. Also das war für dieses Spiel damals schon recht gut. Und man konnte auch sehr realistisch bauen. Tatsächlich. Und bevor ihr aber jetzt eure Meinung dazu sagt, Planko 1, tausendmal besser. Ja, gar keine Frage. Gebe ich euch auch recht. Aber dieses Spiel hier ist von 2002. 2002, das ist 20, 22 Jahre alt. Heute. Und dafür immer noch gut. Also das Spiel darf man nicht schlecht reden. Das Spiel war zu meiner Jugend, war das Spiel. Das Spiel. Das Freizeitparkspiel. Ja. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick in womöglich das Planko 2 Circuit reinbringen, was es für verschiedene Rutschen gibt und wir vielleicht in Planko 2 auch treffen. Ich hoffe, das ein oder andere ist dabei, wie diese Schussrutsche, ja, wo man da hochgeschossen wird. Ich hoffe, dass sowas dabei ist und noch viel, 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 viel mehr. Wie jetzt hier zu sehen, weil es war ja hier dann doch ein etwas kleinerer Bereich, was man machen konnte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich bei euch bedanken und sage Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Macht's gut. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welten hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei.